Ich kann es einfach nicht anhalten. Scheiße. Ich will sterben. Es gibt noch stärkere Thruster. Ja, stimmt. Du kannst ja in den mittleren Baron so diesen Motor setzen. Ich muss das Ding anhalten. Hui! Mami, ich bin hier raus. Hui! Hui! Wow. Hab ich's hingekriegt? Oh. Ja, es steht. Also bald. Da hinten knallt immer noch irgendwas. Okay, ich habe nämlich einmal den Sensor auf Farben gestellt. Ah. Okay, da kommen jetzt die Engines. Dafür muss ich aber drankommen an die Bearings. Ich sehe die Bearings gar nicht. In der Mitte. Ja, die sind ganz außen. Ach, da. Voll die Melodie. Ja. Hat voll den Rhythmus. Da hinten fliegt so ein violettes, lilanes Ding immer. Hab ich hier noch so voll, einen Switch-Kin? Voll konzentriert. Man sieht's bald nicht mehr. Oh, falsche Richtung. Ja. Whee! Oh. Whee! Oh, oh. Oh. Hui. Boah, das war mal ein harter, harter Stopp. Weißt du, was mir noch so einfällt? Noch nicht, aber du wirst es bestimmt erzählen. Man kann doch die Gondeln auch... Oh. In welcher sitzt du denn? In der weißen. In der. Links, genau. Oh weh. Bin mal gespannt, weil die stoßen immer miteinander zusammen, aber könnte vielleicht gehen. Ja, die eine, die vor, die habe ich auch auf Drehen gestellt. Ah, super. Okay. Oh Gott. Die Gondel vor mir ist jetzt mit mir. Boah. Das ist dramatisch. Nicht anfangen zu kotzen. Ich versuch's. Oh, jemine. Und anhalten. Boah. Knallhart. Die Quante. Ja, Fusion mal anders. Jetzt müssen wir die Thruster noch austauschen. War das schon auf höchster Stufe, oder was? Ja. Ach, krass. So schwer ist das Ding. Diese kleinen Thruster an und die sind doppelt so stark. Oder dreifach, vierfach. Irgendwie ruckelt es ein bisschen. Mit 130 FPS fühlt sich das doch ein bisschen ruckelig an. Au! Jeden einzelnen austauschen ist doch schon. Ja. Du hast dir was vorgenommen. Da setze ich mich aber auch mal rein. Die Gondeln sind total im Arsch. Guck mal, da kommt was. Ach da! Und weg ist es. Hui!
So. Okay, 4 habe ich schon mal ausgetauscht. Reicht, glaube ich, erstmal. Möchtest du dich da mal hinstellen? Freilich. Wir müssen den Boden wegmachen, das knallt immer auf den Boden. Ah, scheiße, ja. Das hört sich nicht gerade gesund an. Da fliegt eine grüne Platte. Ja. Das klingt ja wie auf dem Zweiten Weltkrieg. Ja, hier springt alles und knallt alles. Ah! Hab's repariert. Sauber. Was ist denn man jetzt? Oha. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Notbremse. Tut mir leid, wir haben unser Fahrgerät nicht mehr unter Kontrolle. Sieht ja aus. Was versuchst du? Ey, jetzt könnte das als Reifen für ein Fahrzeug dienen. Ja. Irgendwie sind da ein paar Gondeln ineinander. Die da oben auch. Geringfügig verbunden. Bei uns wird Minimalismus groß geschrieben. Zwangszusammenführung. Was kann man noch umbauen? Was ist, wenn man unter dieser Plattform so Gummidinger hinmacht und dann ablöst? Ja. Ich habe immer 2 Block tief gemacht. Das fängt die dann an zu fliegen? Theoretisch schon. Ich bin mal gespannt, was passiert. Okay. Und währenddessen lasse ich das laufen. Wie gesagt, wenn ich wegmachen kann. Aha. Hab's gleich. So. Okay. 3, 2, 1, weg. Oh. Ich hab mehr erwartet. Warte, da geht auch mehr. Vielleicht geht's nicht, weil es sich gedreht hat. Ne? Also, es schüpft schon, ne? Ja, das ist zu wenig. Da müssen wir mehr machen. Warte, dann mache ich unten einfach eine komplette Platte drauf. Ja, wie heißen die denn? Die heißen Flabber. Flabber, okay. Muss ja auch nicht perfekt sein. So. Okay, ich glaube, das passt. Ja. Okay. Es hüpft schon, aber nicht so. Ja, ja. Ich will jetzt anmachen. Ich will mehr drunter machen. Hier ein Lift ist. Warte, ich versuch's. Versuch es einzufangen. Okay,
die. Und ich will versuchen, es anzumachen gleich. Gute Entscheidung. Aber ich bin erstaunt, wie stabil das Spiel läuft, obwohl wir so viel Scheiße bauen. Ja. Mich wundert, dass es noch nicht gecrashed ist. Und dass wir auch FPS-mäßig gut dabei sind. Ja, das stimmt. Okay. Die sind... Wo ich gerade davon rede. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Oh wei. Crash. Ja, gut. Dann gehen wir wieder rein. Alter, Fia, hallo? Möchtest du bitte zugehen? Ach ja. Lustig. Ja. Kaum spricht man's an, crasht das Spiel. Verrückt. Als wenn es das gehört hätte. So, was? Stimmt, du hast recht. Bang. Einmal Crash, bitte. Sollen wir da eine neue Welt oder wieder da rein? Ich glaube, die Welt wird kaputt sein. Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Moment, neu, dann könnten wir ja da einen Breakdancer bauen oder so. Und du willst noch jetzt noch einen Breakdancer? Hui. Wir haben ja noch Zeit. Ja, ein bisschen ist noch Zeit, das stimmt. Warte mal. Ja, was brauchen wir denn an Mods? Aber will er wirklich einen Breakdancer? Oder irgendwas anderes? Ein Riesenrad? Riesenrad? Ja. Ich habe halt erst vor kurzem Breakdancer und ein Riesenrad gebaut, deswegen. Ja. Gibt es da jetzt schon was Ketten? Was denn noch? Was ist denn das? Irgendwas ganz Außergewöhnliches wäre eigentlich mal cool. Was können wir denn noch bauen? Ja. Was Außergewöhnliches. Ein Flugzeug? Oder hast du noch was man bauen kann? Ja. Wir können ja so einen Walker bauen. Ja, wir können es probieren. Mal Extra Blocks, Polygon. Mal die Sci-Fi, Interactive, Modpack Weapon. Fangen wir mal die rein. Lol, ich hab's im Programm, das ist Hardware-Monitor, das zeigt die Stromauslastung vom Prozessor und allgemein die Auslastung an, Temperatur. Okay. Der Prozessor hat, glaube ich, eine maximale TDP von 100 Watt. Und was steht hier Maximum, was gerade eben geherrscht hat? 184 Watt. Lol, okay. Und Maximum ist eigentlich 100 irgendwas. Ach krass, war das doch so heavy. Anscheinend ja. Maximal alle Kerne auf 100%. Ha. Und 4,6 Gigahertz. Ach krass. Oh. Ja, der hat ja noch Boost-Takt. Ah, okay, ja. Gut. Dann machen wir das noch rein. Okay, so. Meine Grafikkarte war auch auf 100%. Die Lüfter waren auf 50% gewesen. Bei 1000 Umdrehungen. Ich finde ja immer noch die Wasserkühlung geil. 2000 Umdrehungen pro Minute. Ach, das ist eine Wasserkühlung, oder was? Ja. Und trotzdem 45 Grad. Auf dem Prozessor. Aha. Ja gut, zu kalt ist ja auch nicht gut, weil dann läuft der ja nicht auf Betriebstemperatur. Ja. Mein FX hatte ich manchmal auf 20 Grad gehabt. Ach krass. Ja. Das ist ja Zimmertemperatur. Ja. Da wird dem ja schon kalt. Ja, auf dem hier könnte ich jetzt ein Ei braten, bestimmt. Ich weiß gar nicht, was meine CPU hat, aber ich denke mal, dass die wahrscheinlich bei 80 ist oder so. Hast du Space Engineers? Nee. Ach, wird es da gezeigt oder was sind Space Engineers? Oder nein, warum? Ich meine nur, das könnte man auch spielen. Oh, ja, stimmt. Das Spiel finde ich eigentlich voll cool, aber... Mh. Deswegen, ja. Ist sogar auf meiner Wunschliste. okay. Dann gehe ich mal online. Ich habe mal ein paar Mods reingepackt. Ja.
Beitreten, okay. Wir könnten so ein Survival-Mecha irgendwas bauen. Warte mal, Mecha ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So ein Mecha. Warte. Mecha. Für Modpack-Weapons, aha. Ja, genau, dass du schießen kann und so. Okay. Aber ob zwei... Na, zwei Beine ist für... Ist halt wieder eine Nummer krasser. Mhm. Mit zwei Beinen habe ich es halt noch nicht ausprobiert, aber das wäre natürlich schon... Ja, dann braucht man halt mit Sensoren, die damit arbeiten, dass immer ausgeglichen wird. Ja, das ist eine Idee. So, ich zeig dir mal die Technik, die ich da benutze. Wie das genau funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht. Mhm. Das ist eigentlich voll einfach. Also man braucht... Machen wir mal eine Breite. Wie breit wir bauen? Na, keine Ahnung. Vielleicht so. Mhm. Und dann haben wir eine Mitte. Ne, haben wir noch nicht. So. Und dann machen wir eine Reihe jeweils weg. Mal liften. So. Und das ist eigentlich recht easy. Man macht hier einen Bearing in der Mitte. Mhm. Oder eigentlich eher versetzt so ein bisschen. Okay. Und dann so. Beziehungsweise eher doch so, genau. Ja, blöd. Ne, dann doch mittig. Eine nach vorne, einer nach hinten. Wieder ein Bearing. Mhm. So, dann geht der nach unten. Das ist dann im Prinzip das Bein. Ja. Noch ein bisschen Stütze. So. Und dann mit einem Controller am besten, weil die sich nicht manipulieren lassen durch Unebenheiten oder so. Ja. Das weiter nach außen. So. Links, rechts. Und beide auf 360 Grad, nur einer in die gegengesetzte Richtung, wiederholend. Mhm. So, machen wir erstmal auf Slow, damit wir einfach... Der eine ist aber nicht genau auf 360 gucken. Grad. Hä? Der eine ist nicht auf 360 Grad gewesen. Oh, hoppla, war ich zu schnell. So. Genau, jetzt sollte er eigentlich schon stehen können. Mhm. So, und jetzt machen wir hier mal einen Switch. So, schauen wir mal. Genau, das habe ich. Fast. Achso, der eine ist noch schnell. Ah. Genau, jetzt sind beide synchron. Das soll natürlich nicht sein, oder? Warte. Genau. Ja, er bewegt sich, aber er läuft noch nicht. Genau. Bei zwei Beinen ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ja. Weil die muss ja praktisch schweben. Ja, das ist das Schwierige, genau. Man kann natürlich jetzt probieren durch Ultra-Heavy-Blocks, dass der halt Gewicht auf den Füßen kriegt. Ja. Weil meistens das Problem, dass der das dann halt nicht... Das bestimmt aber nicht. Nee, das reicht nicht. Ja. Ist es denn... Warte mal, sind die jetzt... Ja, richtig ist es schon, aber... Weil wenn man das jetzt dupliziert... So. So ist die Mitte. Ja. Achso, da muss man... Ja, das geht natürlich so nicht. Bitte. Das ist nicht die Mitte, obwohl das egal wäre. Andersrum. Habe ich die Mitte nicht erwischt, natürlich.
Ja, warum auch? Wäre ja langweilig. Ja. So. Ich hab wieder nicht die Mitte erwischt. Egal. Jetzt geht's erstmal nur ins Prinzip. Die müssen noch andersrum eingestellt werden, weil er jetzt falsch rumsteht. So. Also, da.